so, warte mal, wir haben noch gar kein Mikro. Ich drehe durch. Und vor allem, weißt du, die Info gerade war gewesen, oh, der ist noch gar nicht da. Zieh mal bitte, ich glaube, der kommt nicht. Ich, alter Schwede, das kann ich doch nicht sagen. Und der steht da. Doch, erstmal Hallihallo. Alles ja. Gut? Ich war gerade die ganze Zeit am Büro, wo ich jedes Jahr eigentlich stehe. Und normalerweise sind da mal welche, die mich abholen. Und dann stand ich gerade wirklich da und dachte mir so, shit. Was ist hier los? Ja, wo muss ich jetzt hin? Und da bin ich in die Halle gerannt und da habe ich Leute gefragt, die meinten, wo muss ich hin? Da meinten, alle wussten, alle meinten, du musst in Halle 3 sein um 13 Uhr und da habe ich es hinbekommen. Sehr gut. Also, wir sind stolz auf dich. Wir freuen uns total, dass du da bist. Ich meine, guck dir das an. Das ist doch wieder mega geil, oder? Warte mal, hält dir das? Ja, kannst dich ruhig aufsetzen. Ja. Machst dir bequem. Wir haben ja extra, weil du immer gesagt hast, du, ich brauche keine Security, ich will doch den Kontakt mit den Leuten. Wir haben es extra ein bisschen kuschelig für dich gemacht. Ist das okay? Ja, so ist es wirklich perfekt für mich, weil diese getrennte Käfighaltung und immer so hoch auf der Bühne sein und so. Das ist gar nicht deins. Nein! Und das macht es natürlich auch aus. Ne? Also hier sind natürlich viele, viele Fragen heute, die wir versuchen alle zu erörtern. Wo ist denn, ist der KTM auch da? Da! Du siehst ihn von hier gar nicht. Der steht da. Der ist die ganze Zeit umlagert. Cool. Und Achtung, wir haben die Freigabe von der Messe, dass wir den anmachen können. Ja, nein. Ich bin schon mal... Nee, wir können den nicht anmachen, weil... Oh, nö. Ja, ihr habt mich gefragt und wir haben es direkt gesagt, weil das dauert zu lange, bis der warm läuft. Und in der Warmlaufphase riecht die Halle hier wirklich Horror. Punkt 2 ist, ihr habt uns gesagt, der Sprit muss raus. Und der Sprit ist da raus. Ey, scheiße, das nenne ich mal eine Kommunikationsdefizit hier zwischen Messe und... Aber ich sage euch auch ganz ehrlich, ihr kennt ganz viele Launch Controls und sowas, aber das Auto, und jetzt gibt es wieder bestimmt 10% unter euch, die sagen, ne, mir ist nicht zu laut. Der ist wirklich zu laut. Das ist echt, echt, echt so laut, dass es echt auch Schäden geben kann. Also es ist echt, echt deswegen laut. Waren wir ja alle schon vorbereitet. Okay. Ja also. Aber also ich sag mal so, an der Decke, so Neonröhren oder sowas, die können auf jeden Fall wegfetzen. Also ehrlich? Ist echt krass, ja. Das ist echt krass. Ich hab doch gesagt, ne? Du, aber da sind wir mittendrin, ja, weil ey, natürlich, jeder steht hier um das Auto, guckt das an und denkt, was ist das? Ja. Das gibt's gar nicht, was da steht eigentlich. Ja, ist aus meiner Birne. mega stolz auf das Teil. Ganz tolles Auto. Ja, wirklich. War und eine Menge Arbeit. Du sagst ja selber, ich möchte eigentlich so meinen Traum machen, total. Ist das dein Traum? Nein, also das ist doch nicht das, wo es hingehen soll, auf gar keinen Fall. Das war so unser erster Versuch, ne? Weil das Monocoque oder der Mittelteil ist ja immer noch der KTM. Natürlich wäre mein Endwunsch auch ein ganzes Fahrzeug zu machen. Mal gucken, wie es weitergeht. Du, wie ich dich kenne, das wird nicht lange auf sich warten lassen und dann wirst du das tun, ne? Ja, aber, mal gucken. Aber es ist natürlich schon wirklich unfassbar, ne? Und wenn man sich wirklich überlegt, dass er auf einen... auf 1 PS nicht mal ein Kilo Gewicht, ne? Ja, genau. Also das muss so brachial sein, ja, wenn man da drin sitzt, wie momentan, fühlt sich das an? Momentan können wir noch nicht wirklich super Volllast fahren, weil die Antriebswellen sind noch nicht stark genug. Wir hätten gedacht, das wäre nicht so ein Problem, weil wenn das Auto leicht ist, dann hast du eigentlich nicht so eine extrem hohe Belastung auf die Antriebswellen, weil wenn das Fahrzeuggewicht hoch ist und viel Last reingeht, dann will die Antriebswelle schneller wegknicken. Aber trotzdem, die Antriebswellen sind uns jetzt rechts und links, also rechts zweimal, links schon einmal weggeflogen. Ups. Und wir müssen die Antriebswellen jetzt anders bauen. Mhm, irgendwie, aber ihr werdet das hinkriegen. Ja, das macht eine Firma in Los Angeles, die machen für diese Top-Fuel-Dragster diese Antriebswellen und die werden das jetzt hoffentlich in den Griff kriegen. Sind wir mal gespannt, was da noch kommt. Ja. Also, schade, ich hätte den gerne gehört, aber ich habe auch gedacht, ich werde selbst mit Dings so dastehen, weil, also, dass das wirklich gesundheitsschädlich ist, ist klar. Ja, der Schlüssel, also der hat eigentlich keinen richtigen Schlüssel, aber womit du ihn startest, ist auch nicht da. Deswegen, also wir kriegen ihn leider nicht. Auch für morgen nicht, ne? Weil morgen bist du ja nochmal da. Ja. Habt ihr das gesehen? Da waren Funken Hoffnung. Ja, ich kann mal gucken, ich kann die Jungs mal fragen, ob wir vielleicht für morgen was organisieren können, wo das mit vielleicht geht. Das wäre schon, also ich meine... Aber es ist echt assi, also es ist echt assi. Also die Flammen sind ungefähr so hoch wie bis zum... Nee, also die Hälfte von dem Banner. Ungefähr so. Du, Jean-Pierre, ich muss dir ehrlich sagen, ich war auch erstaunt, dass die Messe hier gesagt hat, machen wir an. Ja, waren wir auch? Weil ich hätte gedacht, die sagen, spinnst du?
Ja. Never ever. Also ich sag mal so, die in Essen, auf der ersten Motorshow haben wir ihn ja angemacht. Und die meinten auch so, ja, ja, auf jeden Fall, geile Show, ne, mach mal an. Nach dem ersten Mal anmachen, haben die gesagt, mach dieses Auto nie wieder an. Ja. Kann ich mir vorstellen. Die Halle in Essen ist ja wirklich sehr, sehr hoch. Ja. Bei dem Launch, und das sieht man auf den Fotos nicht, kam ungefähr von der Decke gefühlt 1 Kilogramm Staub, weil das die ganze Halle, boom, erschüttert hat. Das war wirklich echt assi. Okay, das ist natürlich wirklich Wahnsinn. Mal schauen, ob man da was machen kann, aber ich sag mal, es klingt eher so, als dass wir morgen dann, naja, gucken wir mal. Ja. Gucken wir mal, was so funktioniert. Ja, okay. So, die Messe dieses Jahr hat ja ein Motto, ne? Alternative Antriebskonzepte. Mhm. Und das Interessante ist, du hast dich ja selber als E-Auto-Fan auch so ein bisschen geoutet, ne? Oder weiß man das schon lange? Ja, man weiß es schon länger, aber ich finde auch, so langsam relativiert es sich, weil wenn ich fand E-Autos vor 3-4 Jahren schon geil, da war die Stimmung schlecht. Jetzt ist es so, wenn du 2020 E-Auto sagst, ist es ja schon so, dass die Leute zumindest einigermaßen ruhig bleiben. Aber 2016 hast du gesagt, du findest E-Autos gut, da hast du dir ja, da hat das Publikum ja angefangen zu kommunizieren. Oh, Spinner, keine Scheiße, alles doof. Und ich denke mal, in 3-4 Jahren ist das Thema durch. Da gibt es einfach E-Autos, haben auch alle verstanden, was aber auch alle von Anfang an gesagt haben, dass es E-Autos und Verbrenner geben wird. Weil diese Angsthaltung ist so krass, die Leute hören Elektroauto und denken sich, okay, von morgen an gibt es keinen Verbrenner mehr. Nein, das hat nie einer gesagt. Aber ich muss echt sagen, ich bin ein großer Elektrofan. Gar nicht mal so wegen den Emissionswerten, die halt dann über die Stromentwicklung generiert werden, sondern einfach vom Fahrerlebnis. Das ist echt krass. Ist echt so, ne? Ja. Aha. Wenn du das so sagst, dann ja, wird das wohl so. Ich bin selber leider noch keinen gefahren, muss noch ich ehrlich sagen. Nee. Gar nichts. Na, blöderweise, ich will noch nicht. Ich bin noch nicht so weit. Okay. Also du solltest nicht mit einem Porsche Taycan anfangen, das habe ich gesehen gestern noch. Das wäre das falsche Auto. Aber das sah genauso aus, wie ich denke, da ist es geil. Ja, voll krass. Ja. Voll krass. Und das Geilste ist, und das ist mir auch so peng, ob alle sich dann immer aufregen, das Geilste an einem Porsche Taycan ist der Sound. Der Sound im Innenraum, was da los ist, wenn du Gas gibst, da kackst du ab, ehrlich. Und klar, aus dem Auspuff, Verbrennungssound, ne, und Flammen und so, alles cool. Aber der Sound bei einem Elektroauto, wenn ihr diesen absoluten krassen Cybertron Star Wars Sound macht, dann das ist echt mehr Gänsehaut als ein Verbrenner. Wahnsinn! Ja. Also muss man sich jetzt einfach mal locker machen, ja? Und, ja. Ich meine gerade auch so in der Tuning-Szene, ja? Ich meine, größer, schneller, weiter, geiler und das überhaupt. Ist die Frage. Also momentan gibt es sehr viele Gespräche in der Tuning-Szene. Die Frage ist immer mehr, das sage ich jedes Jahr, wo das Ganze hingeht. Größer, schneller, weiter, weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht. Naja, da ist ja auch irgendwann dann mal doch mal ein Limit, ja? Nee. Oder es gibt eine Neuheit und dann geht es auch Interview, noch dieses Interview, wir beide 1980 oder 85, wir hätten über den Golf 1 gesprochen mit Riga-Umbau und machen und tun, hättest du gesagt, irgendwann ist doch mal ein Limit, das geht auch nicht immer weiter. 2020 stehen wir vor gefühlten Raumschiffen mit 1000 PS, wo ja bei 1000 PS keiner mehr sagt, boah, 1000 PS. Es ist zwar immer noch 1000 PS, aber die Menschen relativieren das. 1985 hast du gesagt, das Auto hat 300 PS. 300 PS, alle haben gesagt, ey, viel zu viel. Wer von euch hat alles ein 200 PS Auto? Einmal Hand heben. Na, guck mal. Ja, guck mal, das geht hier überall weiter. So, wer hat ein 300 PS Auto? Holla. So, aber das war damals ein Highlight auf einer Messe. Absolut, du hast recht. Wer hat ein 100 PS Auto? Na ja, da bin ich vorbei. Warte mal. Wer hat überhaupt ein Auto? Okay. Gute Frage. Ja, stimmt schon. Klar, es adaptiert sich halt irgendwie. Es geht halt immer irgendwie weiter. Aber wie ist das mit dem Herz? Geht es da auch immer noch mit, ja? Also ist das Herz auch bei E dabei, weißt du? Wie ich meine? Volles Rohr. Volles Rohr. Warum nicht? Also ein Marketingfehler macht die Autoindustrie. Und zwar wir Männer, wenn wir an einem Auto vorbeigehen, sagen unseren Kollegen, ja, ist ein 200 Liter 5-Zylinder Turbo. Ja, ist ein 2,7er V6 Biturbo. Ja, ist ein V6 Motor. Ist dies und das. Die Autoindustrie macht einen Fehler, sie geben diesen Elektromotoren keinen Namen. Und geben diesen Elektromotoren keine Spezifikation. Weil du gehst vorbei und das ist einfach nur ein Elektroauto. Wenn wir aber anfangen, das ist ein doppelgewickelter Hybrid-Spulenkompensator,
Hört sich schon geiler an. Dann fangen wir an, uns im Kopf das irgendwie geil zu machen und sagen, ja, doppelt gewickelt, ja, geil, geil. Ne? Und das brauchen wir. Und momentan wird kein Marketing betrieben mit dem E-Motor. Und das ist doch noch ein bisschen ein Fehler, weil, ganz ehrlich, wenn du das erste Mal von 1100 Newtonmeter von so einem Elektroauto voll in die Fresse gehauen wirst, voll in die Fresse, und steigst dann in ein 1000 PS Auto und dann frage ich dich, was war geiler, dann wirst du sagen, das Elektroding hat mich schon echt weggeschöpfert, weil es einfach auch so ist. Es ist einfach viel krasser. Ja, wir müssen es selber erleben. Wer die Kamera ist selber lustig, noch nicht. Ehrlich? Ja, die ist echt geil. Wenn man, der macht sowieso die coolsten Videos. So, ihr Lieben, ihr könnt gerne mal Hand hochhalten, weil hier sind wir jetzt alle gerade live wahrscheinlich jetzt, sogar drauf. Auch jetzt jeder drauf. Mega. Ja. Jetzt waren wir bei E-Motor gerade, aber es gibt ja noch ein paar Geschichten mehr. Ne? Kennst du übrigens von dem Gumper diese Nathalie? Das ja, letztes Jahr war die auch. Letztes Jahr war die hier, hat sie angeguckt? Genau. Was sagst du dazu zum Beispiel? Sehr, sehr gut, aber auch da ist genau der Punkt, wo ich Angst vor habe, ein Auto selbst zu machen. Proportionen sind ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und man sieht da, warum die Autoindustrie einfach von Millionen von Euro verschlingt, um ein Auto für unser Auge attraktiv zu machen. Das Auto sieht gut aus, aber es sieht nicht 100% fertig aus. Und das sage ich auch ganz direkt, also es ist ein schönes Auto und auch ein mega Projekt, aber um ein Auto wirklich zu dem Punkt zu bringen, dass es 100% ist, erwarten wir heute einen Scheinwerfer, der aussieht wie von einem anderen Stern, eine Rückleuchte, Türgriff, all diese Sachen. Und da tut es sich einfach extrem schwer, 2020 als kleineres Unternehmen mitzuhalten. Und deswegen sage ich da, ich halte da lieber die Pfoten von, deswegen auch der KTM, so wie er ist, dass weniger mehr ist. Das Minimalistische ist einfach einfacher, schön zu machen. Sieht auch geil aus. Also ich glaube, also jetzt mal ohne Mist, wer hat die Premiere im Internet auf YouTube gesehen? Mal kurz mal Hand hoch, Momentum, wer hat das alles gesehen? Die Premiere wirklich, als das Ding rauskam? Ja, da hatten wir echt viel Schiss. Das glaube ich, vor allem habt ihr es so geil gemacht, ne? Auch im Nachhinein. Aber ja. Das war geil. Ja. Das war geil, geil, geil. Ich hatte extrem Schiss, weil da rennt auf einmal so ein Tuner mit so einem Helm durchs Bild. Und du denkst dir so, jetzt können sie auch echt denken, ja, reicht auch jetzt, Kollege. Ne? Weil es ja irgendwie auch drüber ist. Ich verstehe es ja auch vollkommen. Aber ich wollte halt für dich und für die jungen Leute was machen, was irgendwie du jetzt hier sehen kannst und was realitätsbezogen ist und was auch echt funktioniert. Weil wenn ich Batman gucke und Batman ist vorbei oder Iron Man, der Film ist vorbei, dann ist es das. Ja. Dann ist es vorbei. Und ich wollte was machen, was irgendwie was hat zum Träumen, aber trotzdem in der Realität funktioniert. Deswegen kommt der Helm auch nur in diesem einen Video vor und dann nachher kommt er nicht mehr vor. Ja, aber es ging mir einfach darum, dass du in deinem Kopf denkst, mach was du willst. Weil das ist das, was Tuning ist. Tuning ist ja immer mehr dazu gewachsen, als Beispiel, Sportschuhe, deine Schuhe. Ursprünglich war der Nike-Schuh oder der Adidas-Schuh ein Sportschuh, heute ja nicht mehr. Er ist geworden zu einem Schuh, dass du cool bist. Und das ist Tuning auch geworden. Tuning ist immer mehr einfach nur so ein Accessoire, dass ich einfach coole Schuhe, coole Uhr, coole Jacke, coole Käppi, normales Auto, nee, getunedes Auto. Und da will ich so ein bisschen wieder zurückholen, dass wir einfach daran arbeiten, wirklich mit dem Auto was zu tun. Das ist ja auch ein Hobby und eine Kultur, die wir in Deutschland haben. Und darum geht es mir. Also eigentlich wiederum den Lifestyle drumherum, ja, den wieder so ein bisschen zurückzufahren und zu den Wurzeln eigentlich zu kommen. Kann ich das so zusammenfassen? Genau, wirklich was machen. Wirklich was machen. Ja. Was hat dich denn so im letzten Jahr, lass uns mal ganz kurz zurückschauen, so letztes Jahr, was hat dich da so in der Szene so echt überrascht, so echt geflasht wurde? Ich meine, du siehst alles, du kommst überall hin und so, erheb dich noch was wirklich aus den Angeln. Gab es da irgendetwas, wo du gesagt hast, boah, das ist jetzt aber mal richtig geil. Aus dem letzten Jahr. Ja. So bis heute. Boah. Ja. Ja, ja. Das sind die Fans, das sind die echten Fans. Das stimmt. Warst du schon mal da gewesen, Burgerbude bei ihm? Ja. Hat sie geschmeckt? Hat sie doch geschmeckt. Das freut mich. Sehr gut. Also, wo ich wirklich überrascht bin, ist, dass wirklich jeden Tag so viele Leute Burger essen kommen, immer noch. Was auch wirklich toll ist. Und ich kann auch schon mal versprechen, dass es dieses Jahr weitergeht. Also ich kann echt versprechen, alle sagen so, ja, 2019 JP Bo war ganz schön krass, was wir 2020 machen. Ich kann auf jeden Fall sicher versprechen,
dass wir 2020, 2019 sowas von in den Boden hauen. Mann. Also 2020 wird viel, viel, viel krasser. Für euch zum Anfassen viel mehr. Zum Ende des Jahres wollen wir etwas bringen, was es so in Deutschland nicht gibt. Und das bleibt für immer. Ja, das wird toll. Du legst dir aber wirklich immer einen vor, das ist Wahnsinn. Also können wir schwer gespannt sein. Aber wirklich, jetzt nochmal zu der Frage zurück. Gab es irgendwas, wo du gesagt hast, nee. Oder vielleicht war es ja auch das Gegenteil. Vielleicht hast du auch gedacht, oh Gott, also das ist jetzt aber völlig irgendwie daneben oder so. Ich bin halt immer dieselbe Nörgelbacke. Also was ich auf jeden Fall immer mehr merke, ist, dass die Jugendlichen den Gebrauch von Buchstaben und von Art und Weise, wie sie schreiben, nicht ganz beherrschen. Dass sie gerne übertrieben im ersten Moment schreiben, wenn du die Person kontaktierst, ja, so war das ja gar nicht gemeint. Und das ist halt so ein Riesenproblem im Internet, dass man gerne mal übertrieben im ersten Schritt losgeht, damit ich meine Aufmerksamkeit bekomme, schreibe ich zu extrem und dann schreibt ihr aber auch nachher, ja, wäre eigentlich gar nicht so gemeint. Da müsst ihr euch alle wirklich mehr an die Eier packen oder an die Birne packen und euch sagen, pass mal auf, ich schreibe das so, wie ich es wirklich meine, weil du ja eigentlich in deinem Hinterkopf genau weißt, du willst ja eigentlich nur den Hate generieren. Du willst ja eigentlich nur eine Welle schlagen, ja, als ob du ein stilles Wasser vor dir hast. Du machst nicht so mit dem Finger, sondern du denkst dir, geil, stilles Wasser, boom, und du haust rein. Und du willst ja das genau generieren. Und das wird leider von Jahr zu Jahr immer schlimmer. Wo aber die ganz jungen Menschen am meisten drunter leiden. Und indem sie nämlich das immer mehr adaptieren. Sie leiden nicht drunter, weil es Schmerz für sie ist, sondern sie sehen es immer mehr als selbstverständlich, dass man einfach so kommuniziert. Das merke ich auch, wenn ich mit denen live rede. Weil wenn ich mit jemandem rede, der 30, 40 ist, mit dem rede ich einfach auf einem ganz anderen Level. Und die jungen Leute sind von vornherein viel provokanter und viel aggressiver, und das ist falsch, glaube ich. Und da kommt dann nichts hinterher? Habe ich das auch so richtig Da kommt gar nichts. Also eben eine dicke Hose machen? Weil sie auch wissen, da muss auch gar nichts abgeliefert werden, weil ich in dieser virtuellen Welt des Telefons oder sowas, ich muss gar nichts liefern. Ja. Es ist vollkommen scheißegal, ich kann die größte Fresse der Welt haben, aber abliefern, das muss ich sowieso nicht. Naja, es gibt blöderweise eben wirklich genug, die es tatsächlich so machen und die irgendwie so erfolgreich sind. Ne? Also das Total. Ist schon krank. Mega, aber, mega. Ja, also das ist aber auch eigentlich ein geiler persönlicher Rat so jetzt so für dich, ne? an alle Jungen, so auch mal wirklich an die echten Inhalte noch zu gehen, ne? Und nicht diese Blase irgendwie mitzumachen. Das ist ja schon krank. Ja, ich kann das ja immer nur sagen in so einer kleinen Gruppe und selbst wenn einer jetzt von diesem Gespräch davon profitiert, hat es auch schon genug gereicht, weil das Problem ist auch, diese Energie von Instagram und YouTube und all sowas hat so Power, weil morgen ist alles vergessen, weil diese Energie, wenn du morgens aufstehst, das erste, was die meisten machen, Instagram aufmachen, dann hagelt's rein, da kann ich mir jetzt ein fusselig reden, aber morgen früh ist alles weg. Das heißt, wir müssen diese Energie von innen heraus ändern, ja, aber das wird nicht passieren. Warten wir mal. Ich meine, guck mal, wir sind jetzt so insgesamt auch so bei Nachhaltigkeit und allem. Da können wir doch das mal bei Nachhaltigkeit hier. Nein, Nachhaltigkeit sind wir wirklich leider nur in den Medien, weil es in ist und cool ist, das zu sagen. Aber wirklich echte Nachhaltigkeit verinnerlichen, da sind wir weit von weg. Oh, ich hoffe, dass hier vielleicht der ein oder andere das mal irgendwie so ein bisschen mitnimmt. Was haben wir hier Schickes? Ja, wir haben natürlich geile Sachen hier heute überall. Du bist ja übrigens um 15 Uhr nochmal bei Hyundai. Apropos Hyundai. Ja. Lass uns doch mal über Hyundai reden. Ich meine, so geil war ja, in den Videos hast du selber gesagt, ich fahre das Ding und dann fragen die so, ey, JP, Hyundai, was ist denn mit dir los? Ja, ist echt krass. Das passiert immer noch. Ja. Andauernd. Ja, also ich, das ist wirklich eins, ich bin jetzt heute nicht mit ihm hier, weil er schon relativ viel Kilometer drauf hat für meine Verhältnisse. Ich bin heute mit dem RS6 hier, der auch extrem gut ist und das ist auch ein extremes Langstrecken-Bomber-Raumschiff-Auto. Aber der Hyundai ist direkt danach, aber direkt danach. Wahnsinn! Wir haben hier übrigens auch einen großen Hyundai-Fan, den Dave, der hatte vor kurzem Geburtstag. Vielleicht kann wir man kennen auch uns auch. Ey, wie können wir hier noch einen, das wollen wir machen noch, ne? Einen Kalender signieren und den möchte er dann gerne an jemanden hier verschenken. Oh, ist das cool, nicht ja, toll? Das ist geil. Kannst schon mal vorbereiten, schon mal auspacken und ja. Dann gibt es noch eine Signatur und so und dann kann den jemand hier mitnehmen. Also, du bist Hyundai-Fan. Ich bin Hyundai-Fan. Ja, geil. Finde ich auch gut. Also, ich meine, wenn du was weitergibst, du bist nun mal Sprachrohr, weißt du? Also dann ja, leider. Leider. Ich höre mich immer so widersprüchlich an. Ich sage dann wieder leider, dann macht er aber das. Also ich will eigentlich kein Sprachrohr sein. Ich sag's, wie es ist.
Hab gar keinen Bock drauf. Aber das macht so echt, deswegen glaubt man dir auch. Und das ist auch das Geile, weißt du? Ich meine, ich hoffe trotzdem, dass jeder immer noch für sich seine eigene Meinung sich bildet und macht, ja, aber das ist trotzdem toll. Wollen wir mal lieber nochmal so in Richtung Trends schauen, ja? Eben, weil du überall bist, ja? Was wird so der nächste große Megatrend sein? TÜV. Ja, das merkt man echt. Also der nächste Megatrend wird TÜV sein. Weil wie die Industrie und wie die Institution, die auf der Straße einen manchmal anhält und ein kleines Gespräch haben will, wie das vorangeht, wird der Trend TÜV sein. Krasser Scheiß. Ja. Also damit hätte, damit hätte ich jetzt ehrlich nicht gerechnet. Ja, ist aber so. Dürfen wir schon mal ein bisschen vorwärts gucken, was so für dich als nächstes Projekt irgendwie steht? Oder nee, warte, ich nehme noch einen anderen Schwenker. Du verkaufst gerade so viele Autos. Oder du hast gerade so viele Autos von dir verkauft. Was ist denn los? Ich glaube, das ist das Einzige, was wir alle ausschließen können. Aber jetzt mal ohne. Warum? Ach komm, jetzt mal. Aber das ist schon komisch. Wen interessiert das? Wer will das wissen? Ganz viele Leute wollen wissen, warum du gerade so viel Autos verkaufst. Aber vielleicht brauchst du auch einfach Platz oder so, ne? Weil also so ein bisschen hat sich ja da was angesammelt. Ja, es sind sehr viele Autos. Es gehen auch noch ein paar Autos. Es kommen aber auch sehr viele Autos. Es kommen wirklich sehr viele Autos, aber sehr geile Projekte. Sehr viele Projekte im Raum 9.000 Euro, 11.000 Euro. 18.000 Euro, sowas in dem Fenster, wo es auch, glaube ich, noch mehr Spaß macht, wirklich zuzugucken und wo man es noch mehr mit identifizieren kann, weil wenn du da mit dem RS6 in die Ecke geprügelt kommst, ist lustig, aber das ist auch nur 3-4 Videos lustig, weil dann hast du es verstanden, dass das Ding eh schon schnell ist. Ne? So, ja. Jetzt kannst du hier schon mal schön unterschreiben und wir werden uns noch eine schöne Frage überlegen. Mein lieber JP, vielleicht überlegst du selber mal eine geile Frage und dann ich würde gerne gleich machen wir, weil ich habe weil ich würde den hier natürlich echt gerne an jemanden hier verschenken und das nicht einfach so, sondern mit einer Frage, die du dir jetzt überlegst, die hier deine Fans bitte beantworten können auch. Also nicht jetzt so abgespeist, dass es gar nicht mehr geht. Und ich weiß, bei dir im Kopf gibt es ganz viele Gedanken. Aber das würde ich schon so geil finden, das ist mit einem echten Autogramm, ja, der Kalender hier von dir, überleg dir mal was. Ja. Fällt dir jetzt was ein oder wollen wir lieber noch ein bisschen? Wir warten noch mal eben, weil... Okay. Dann warten wir noch mal eben und dreht die ganze Chose mal um, weil wir haben hier eine Frage. Ich habe vorhin gefragt, wer gerne was wissen will, bitte her damit. Erzähle mal, was willst du wissen? Also, wie viel ist dein Fuhrpark jetzt ungefähr wert? Ach, der Kleine will zahlen müssen. Was ist denn mit dir los? Willst du darauf antworten? Das war eine intime Frage. Ja. Zu viel. Wirklich zu viel. Also ich gehe da sehr offen mit um, jetzt nicht genau mit den Zahlen, aber man muss sich überlegen, ich habe eine schöne Geschichte. 2012 habe ich die Firma JP Performance gegründet. Ich wollte einen VW ableasen, den habe ich nicht bekommen aufgrund der Auskunft meiner Firma, weil sie zu neu war. Das war ein VW Up mit 75 PS, okay? 2019 besitze ich über 40 Autos und ich habe keinen einzigen Leasingvertrag. Das kann ich sagen. Dem geht's gut. Ja, mach schon einiges richtig. Welches Projekt war dein allerliebstes? Also, wo Supergolf und der KTM sind beide schon für mich sehr tief in mir drin, weil sie, finde ich, wirklich beide ein echt krasses Statement gegeben haben. Der Supergolf ist technologisch dreimal so kompliziert wie der KTM, aber der KTM ist dann aber auch dreimal so emotional wie der andere. Und für mich, es war so schwierig, die Fresse zu halten, weil der alle ja so, oh, erste Motorshow, super Golf gucken, voll geil. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, warte ab. Ne? Und das habe ich auch in ein paar Videos so gesagt, dass da noch was kommt. Und dieser Moment, wo das Video online ging von dem Momentum, war für mich echt mega, weil das schon so ein Schritt war in so eine neue Richtung YouTube, weil das wir haben zum Beispiel an dem Video haben wir Wochen geschnitten. Das heißt, dieses Video hing uns allen schon zu den Ohren raus. Wir wussten, dass wochenlang war das da, wochenlang. In ein, zwei Videos ist es sogar im Hintergrund schon zu sehen im Schnitt. Und das war dann, sowas machen wir extra.
Ich kann auch zum Beispiel sagen, es gibt auch in aktuellen Videos jetzt schon Inhalte, die wir nachher reinschneiden, wenn am Ende des Jahres wiederkommt. Das ist dann für euch so, na mal sehen, ob es jemand sieht. Na? Da kann man nicht sehen. Also jetzt momentan siehst du und machst, okay. Aber nachher wirst du sagen, oh, das alte Sackgesicht. Na, ich denke, darauf freuen sich aber ganz viele, ja? Genau so einen Moment zu haben. So, Fragen, ihr Lieben. Wer gerne was wissen will, macht euch bemerkbar, dann komme ich zu euch. Hier bei der Euro. Ach, sorry, ich habe nicht in die Ecke geguckt. Wolltest du als kleines Kind schon Autos tunen? Als kleiner Junge war Lego so mein Ding. Echt krass. Dann war Lego. Lego Basketball war danach. Und dann wollte ich unbedingt was mit Robotern machen und Flugzeuge und sowas. Ja, und dann kamen Autos. Also die Autos kamen so ab 18 wirklich erst. Davor war das nicht so wirklich doll. Fragen an JP. Oh, ja, ja. Mal sehen, ob es wieder um Kohle geht. Wieder geht wieder um Geld, ne? Wolltest du doch auch vielleicht dort mit einem LKW oder so rumtun? Coole Frage. Ja, ist eine coole Frage. Ist gar nicht so einfach wirklich, weil das ist so eine hohe Investition, den zu tunen, dass er zum Beispiel illegal wäre oder nur in Holland fahren dürfte, macht keinen Sinn, weil es ja wirklich ein Transportmittel ist. Legal so ein Ding umzubauen ist kaum möglich, dass es wirklich geil ist. Also wird wahrscheinlich nicht passieren. Ja, Klaas-Bachin hat ja da auch, fährt ja auch einer mit und der ist auch umgebaut. Ja, aber der fährt auch beim Rennen halt, ne? Nur fürs Rennen kann man das mal machen, aber es ist ein teurer Spaß. Also ich fände mal geil, sag ich ganz ehrlich, ein LKW wirklich nur das Chassis zu nehmen, den ganzen Aufbau wegzutun und du wirklich den Unterbau nimmst und dann was anderes, was von den Proportionen her passt, oben drauf zu bauen. Also wie so ein Zukunftsding halt. Aber weg, guys, vielleicht passiert das. Aber das ist ja eh so ein bisschen deins, ne? Also so ein bisschen abgespaced und so, eben so die ganzen Superhelden und trotzdem aber puristisch, ne? Und das haben wir hier natürlich wirklich in Perfektion stehen. Ist das für dich immer noch so? Weil ich meine, ihr wart seit Juni letzten Jahres da an dem Momentum dran, ne? Und wenn man diese Videos sich auch anschaut, ja, mit wie viel Herzensblut also, und so, das passiert ist, das ist ja... Da gibt es ja noch ein kleines Ding. Also an sich... Gebaut, ja, Juli, aber der Momentum stand ja mit den Federn und der Farbe das Jahr davor ja schon auf der Essen Motor Show extra, damit man weiß, okay, damals wusste er schon, dass der Helm die Farbe kriegt auch. Ah, wow. Und also diese Projekte sind jetzt nicht irgendwie so, ja, ich habe eine Idee, wir legen los, sondern wir planen das schon sehr lange, bevor es losgeht. Mhm. Und hebt dich das jetzt immer noch an oder ist, wenn so ein Ding durch ist, sagst du dann, ja geil, aber eigentlich bin ich schon wieder woanders. Ich sehe nur die Fehler. Für mich sind alle Autos, die wir bauen, wenn die dann da stehen, alle scheiße. Das sage ich ganz ehrlich, weil du ja schon wieder, wir sind ja jetzt, also da Antriebswellenthema, dann müssen wir abstimmen noch richtig dementsprechend und dann wird gefahren, dann wird Rundenzeiten gefahren, dann wird alles gemacht. Aber im Kopf bist du ja schon wieder drei Dörfer weiter. Also wir sind jetzt, Manni, Armando und ich sind jetzt schon echt... Schon wieder ganz anders. Du bist halt ein Perfektionist, ne? Was soll man sagen? Und möglicherweise gibt es da auch nie ein Ende, ne? Weil die Entwicklung geht ja immer weiter. Vielleicht ist das Grundding im Tuning sowieso, weil auch ja, da gibt es genau. Ja nie ein Ende. Es geht immer irgendwie weiter. Es geht wirklich immer weiter. Also Tuning, fertig, Ende gibt es schon auf jeden Fall. Das ist, wenn wir zum Beispiel Autos wirklich abgeben oder wenn die nur noch stehen, weil dann tunet man sich einen Wolf, ne? Dann kommt da nicht mehr wirklich viel bei rum. Aber du kannst es halt auch wirklich zum absoluten Ende treiben. Das ist auch gut so für dich als Privatperson. Das heißt nicht immer verkaufen, neues Auto weitermachen, sondern es ist ja genau das, was Spaß macht, dass du einfach dich daran ja, verwirklichst. Mhm. Und das funktioniert mit einem Twingo genauso wie mit einem KTM. Das ist scheißegal. Und das ist halt das Geile, ganz ehrlich. Oder, ich meine, das Ding ist wirklich, und deswegen sage ich ja Trend mit TÜV, verwirklichen ist eine Sache, fahren dürfen steht auch ein ganz anderes Stück Papier. Und das ist halt da, wo gerade die Jugendlichen, wenn die Videos von mir gucken, wo ich es auch verstehe, dass es keinen Sinn macht. Die sehen das und träumen und denken sich, hey, ich wurde stillgelegt, weil meine Tieferlegungsfeder, die ich ja eh nicht einstellen kann, 5 mm zu tief war, wurde mein Auto mal weggenommen. Natürlich stoppt dann die Euphorie. Ja, und deswegen wird der Trend TÜV sein. Mhm. Leider. Ja, wir machen mal ganz schnell vor. Oh, Fotograf abgestürzt, alter Schwede. Aber da hinten ist Schluss, sieht man ja nicht. Ja, genau. So, kann ich die warte mal, ihr Lieben, macht mal die Hände hoch. Bewegt euch mal so ein bisschen.
Yeah! Geil, 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 geil. Lieber JP, Jean-Pierre, ja, überleg dir schon mal hier eine Frage. Ja. Das ist auch nicht so einfach, ne? Aber ich meine, ich würde irgendwie bei dir bleiben, so fragentechnisch. Okay, ich habe eine Frage. Ja? Okay. Wer kann mir die drei Leistungsstufen eines 993 Turbos sagen? Erst Hand hoch, dann sagen. Nochmal die Frage, drei Leistungsstufen? Es gab drei vom Werk ausgelieferte Leistungsstufen. Die war einmal Serie, dann WLS 1 und WLS 2. Bestellcode X50. Oh, das ist jetzt eine Profi-Frage. Wie waren die Leistungsstufen? Da haben wir jemanden? Haben wir jemanden kommen? Kommen wir nach vorne am besten. Also für Porsche begeistert ist das ganz easy. Ich glaube 430, 450 und 400. Du bist jetzt alles richtig? Eine Zahl fehlt? Die geht nach unten, die Zahl. 410. Fuck, ey. 2 PS daneben. Oh. Ja, passt. Oder? Ja, schon allein der Mut, ja? Ey, mega. Guck dir das an. Wahnsinn. 408. Also, wir können... Aber trotzdem, top. Dave, danke. Übrigens, von ihm gesponsert, ja? Ey, hier von ihm gesponsert. Du musst ihm hier Dankeschön sagen, ohne Scheiß. Geile Nummer. Das ist doch toll. Guck mal, die Fans reichen sich das selber weiter. Ja, ja. Ich finde das mega also, schön. Also was, ich möchte ja ungern drüber reden, weil es da auch ein bisschen so Shitstorm gab, aber der Zusammenhalt in der Tuning-Szene ist halt echt krass. Also das muss man wirklich, wirklich sagen. Ich denke, alle wissen, worüber ich rede, was so passiert ist. Und, ne, gut, fanden manche nicht so gut, fanden manche dann doch so okay. Und, ja. Also der Zusammenhalt ist echt sehr, sehr groß und das freut mich auch sehr, dass es auch so bleibt und es nicht weniger wird. Aber ich glaube, dass das zerschlagen wird, weil einfach du nicht mehr so viel machen kannst. Und dann wird man sich denken, okay, dann gehe ich vielleicht doch Tischtennis spielen oder Kicker oder sich was. Das ist genau die Frage, ne? Also ist die Tuning-Szene oder sind die Tuner selbst bereit so für die Zukunft, die sich ja wirklich irgendwie verändern wird? Du kannst immer von außen irgendwie was geil machen, aber so ein E-Motor, da ist doch irgendwie... Ja, wir sind da dran. Ist schon schwierig. Ja? Ja. Ja, weil so viel zu beachten gilt auch. Ja, die E-Motoren oder die E-Fahrzeuge haben halt schon eine sehr hohe Effizienz. Sobald du den E-Motor anpackst, sobald du da was machst, rasselt die Reichweite in den Keller. Aber wenn wir Tuning machen, verbinden wir es ja immer mit schneller. Aber ich kann mir vorstellen, beim E-Auto wird das Tuning gehen in Richtung Reichweite. Total unsexy, weil Auto langsamer, Auto fährt weiter. Oh, ich habe getuned. Weiß ich nicht. Aber ja. Schwierig. Wo war denn dein größter Tiefschlag? Oh, menschlich oder im Auto? Also menschlich wurde ich... 2019 war das Jahr der höchsten menschlichen Enttäuschung, die ich hier erlebt habe. Das kann ich schon mal sagen. Also ich habe wirklich im Sekundenzack einen in die Fresse bekommen. Wirklich, also war echt ziemlich assi das Jahr in der Hinsicht. Willst du drüber sprechen? Nö. Was? Haben wir gedacht. Nö. Aber autotechnisch Tiefschlag, immer noch ein bisschen beim Super Golf das Thema Lenkung. Da habe ich einen Fehler gemacht. Das ist auch der Grund, warum wir gesagt haben, dass wir bis Mai oder sowas erstmal die Schnauze voll haben. Wir wollen kein Video machen, keine Fragen zu dem Auto. Wir müssen beim Super Golf etwas umbauen, was etwas komplizierter ist. Würdest du dir nochmal einen Bagger tunen? Ja, warum nicht? Du Bagger? Auch? Bagger, habe ich das richtig verstanden? Ja. Ey, Scheiße, das habe ich gar nicht gesehen. Du hast einen Bagger getunt? Ja. Aber das war mehr so Spielerei, das war jetzt nicht wirklich umbauen. Aber ich habe bei Caterpillar was Geiles gesehen im Werk, und zwar haben die so einzelne Kettenlaufräder, ne, von so ganzen so Riesenbaggern. Mhm. Optisch kann man da was Geiles draus machen, weil das sieht schon echt geil aus. Tiefer als das geht es ja sowieso nicht. Ja, natürlich. Also, ja. Komm, eine Frage noch. Was ist dein Lieblingsauto? Ah, es vergeht kein Interview ohne diese Frage. momentan ist es der 993 Turbo. Porsche. Das war deswegen auch die Frage gerade. Machst du auch Autogramme? Oh. Hab ich gedroht, ja, mach ich. Mit heute Porsche? Aber nicht. Was? Nein, wie viel Uhr haben wir denn? Wir haben es halt. Wir werden jetzt auch bald, weil du hast ja dann 15 Uhr. Machen wir gleich. Eine Frage noch.
Wie bist du auf die Idee bei den R8 auf die Farbenkombi gekommen? Ja, so kreativ war das jetzt nicht, ne? Also Neongelb findet sich ja bei mir immer wieder. Ich finde die Farbe einfach mega geil. Oder meinst du die neue jetzt? Die Kreidefarbe. Ja, weil Porsche geil, Audi auch geil. Zusammen. Ihr Lieben, ich hätte jetzt gerne nochmal so für mein Insta. Ja, für dein Insta-Fame. Ach, das ist schlimm, weißt du. Ja, kann ich euch im Hintergrund hören, ihr Lieben? Okay. So, hier ist er, Jean-Pierre Krämer, und alle schreien, ihr Lieben, Jean-Pierre Krämer! Da ist er! Wow, ich sage danke. Übrigens morgen nochmal, 13 Uhr auf der Automesse. So, muss man ja auch. Habt ihr den Augenzwinker gesehen zum Schluss? Wieso? So, dein Outfit ist heute sehr. Ich hab wieder dezent, mehr Farben. Ne? Ja, ich habe mehr Farben erwartet. Du wirkst sehr. Ja, ich habe mir gedacht, man muss ja nicht immer so, wie du. Ich wollte auch mal überraschen. In eine andere Richtung. Ach so. Ja, ich will auch immer überraschen. So, ihr Lieben, du bist um 15 Uhr nochmal bei Hyundai. Ja, ja, wo ist das genau? Das ist hier runter. Halle, direkt die nächste Halle. Okay, ja? Cool. Jetzt wird es hier nochmal ein Autogramm geben. Ja, ein Autogramm, und ansonsten sehen wir uns dann bei Hyundai. Ne? Also bist du auch da? Ja, ich bin auch da. Ja, geil. Also alles entspannt. Ne? Und morgen sind wir hier um 13 Uhr wieder, wenn ihr wollt. Jetzt geht es ja noch weiter mit den Fragen. Wie machen wir das? Ich meine, du brauchst wir auch können das so machen. Wie ist das denn geplant bei euch mit den Autogrammen? Gar nicht. Wir wissen, dass du immer Freestyle machst. Wir machen auch Freestyle. Haben wir noch Lust und Autogrammkarten haben wir, ne? Okay. Okay. Na dann können wir ja hier unterschreiben, und du sagst immer, welchen Name. Also, für wen? Das sind die Allergeilsten, die in der letzten Reihe sind, so, komm hier hin. Die anderen sind alle egal. Nur ich. Für alle da hinten, Hyundai, 15 Uhr, ihr könnt schon mal vorgehen. Dann seid ihr da in der ersten Reihe. Wer jetzt hinten ist, ist nachher vorne. So ist es. Ja, wir haben jetzt irgendwie keinen Tisch oder so, ne? Nee, ist doof, ne? Ich meine, wir können uns natürlich auch noch ein bisschen was überlegen. Ihr seid ja auch noch auf der Messe, du kannst nachher vielleicht auch entspannt unterschreiben. Ja, ist schon nicht schlecht, ne? Aber auch mit den Scheren da oben ist süß, ne? Ja. Oder? Das sieht aus wie selber geschnitten. Ja. Na, jetzt mal ohne Mist. Ja, die sind nicht von mir. Echt nicht? Hast du gemacht? Hast du gestern Abend nochmal in der Badewanne ausgeschnitten? Da steckt Liebe zum Detail drin. Aber hallo. Auch getuned. Okay. Ja, wir haben eigentlich alles einen da. Dünn? Okay. Komm, ich würde sagen, wir machen jetzt 2, 3. Die restlichen machst du irgendwie ganz in Ruhe. Nee, ich würde sagen, ich stelle mich eben dahinter, wenn das okay ist, mache einen ganzen Berg Autogramme. Ihr könnt dabei Fragen weiterstellen, vielleicht hält jemand mir das Mikro ganz kurz hin. Und dann komme ich zu euch und mache Bilder, wenn ihr das wollt. Boah, das ist natürlich, ich bin gerade hin und weg. Boah, der macht Bilder. So. Nee, ich mache es hier an der Ecke. Dann machen wir das so. Komm, stell dich da hinten hin, schau mal, da haben wir eine schöne Ecke. Ja. Und ihr überlegt euch Fragen. So, ihr Lieben, also, gebt ihr das dann. Fragen an JP. Sag's mal bitte ganz laut, weil dich höre ich natürlich nicht. Ein Zweitaktprojekt, könntest du dir das vorstellen? Vorstellen auf jeden Fall. Wir sind nur momentan, versuch das so ein bisschen schlecht zu halten, genau. Wir sind momentan so voll, dass wir fast bis 2021 Mitte voll sind mit Projekten. Also bis dahin wird es nicht kommen. Sag ich mal. Okay, nächste Frage. Können Sie auch die Basecaps signieren? Oh, na klar. Sie hat schon eins auf, guck mal. Wollen wir das gleich machen? Gib mal her. Geht's um das? Ja, wa? Na klar, guck mal. Jean-Pierre, hier einmal bitte. Kannst natürlich dann nicht mehr waschen, ne? Aber auch egal, hätte sie eh nicht gemacht. So, nächste Frage. Wer möchte, warte mal, hier hinten, ganz laut bitte. Wir verstehen gar nichts. Live-Shows, wann sind Live-Shows geplant? Da gibt's nur ein... Das war für mich viel zu anstrengend. Das war zu krass. Ich habe da verstanden, wenn ein Comedian sowas macht, dass er nur das macht. Und neben meinem Ding, weil das Ding ist auch, alle, die YouTube gucken, denken, okay, ich sehe alles, was der Typ macht. Was man bei YouTube sieht, ist von meinem Leben maximal 15%. Und der ganze Rest, den seht ihr nicht. Und alle sagen, boah, Jimmy, du arbeitest so viel. Und denke ich immer so, wie willst du das denn beurteilen, dass ich viel arbeite?
Also ist nicht drin, krieg ich nicht hin. So, nächste Frage. Jetzt gehen wir mal in die Richtung. Hier kann ich auch nochmal. Warte mal, du hattest eine Frage. Darf ich dich mal umarmen? Ich fall vor Aufregung gleich um. Oh Gott! Oh Gott! Lass ihn noch überlegen, wie wir das machen. Ich meine, wir sind in Zeiten von, wie heißt der Virus? Corona, ne? Was ist dein Lieblingsauto aus Fast and Furious? Warte, aus dem Weg. Ja! Achtung, Trommelwirbel! Oh mein Gott! Scheiße! So, geht's dir gut? Das ist doch oberkrass, oder? Ich meine, guck mal, was da passiert. Aber ja, genieß es. Fast and Furious. Hatten wir jetzt schon Fast and Furious, dein geiles Auto? Was magst du? Lieblingsauto aus Fast and Furious ist immer noch der. Es war einmal ein R35 mit einem Benz Supra-Kit, ganz kurz im Hintergrund zu sehen, fand ich mega geil. Aber sonst der Supra aus Teil 1. Supra-Fan bist du ja sowieso, ne? Das ist ja... So, jetzt, warte mal, mach mal hier weiter. Könnte ich ein Selfie mit dir machen? Selfie, wie kriegen wir das hin? Ja, machen wir gleich. Also dann bleib einfach hier. Ach, die wollt ihr alle? Ach Gott. Guck mal, jetzt gibt es ganz viele Caps hier. Dann nehme ich die einfach mal alle mit. Die wollt ihr alle beschriftet haben. Also, oh, Wahnsinn. Also, ja, ich habe aber kein Handy. Ja, da geht's weiter. Ist der Wahnsinn. Okay, ihr Lieben, wir hatten mal noch eine Frage. Hast du eine Frage? Hallo. Hey, Buddy. Warte, bleib hier. Hey, Buddy. Wie ist dein Name? Vincent. Hey, Vincent. Wie geht's dir, Vincent? Geht's dir gut? Okay. Danke. Und du wolltest mir Hallo sagen? Okay. Gibst du mir 5? Aber warte. Aber nur wirklich feste. Weil die Mama zeigt dir, wie feste. Pass auf. Feste. Jetzt du. Yeah. Yeah. Wow. So. Warte, Vincent. Sagst du allen Leuten jetzt ganz laut Tschüss? Tschüss! Wisst ihr Bescheid? Na klar kann der noch ein Autogramm haben, das machen wir definitiv, so süß. Vincent, du bist der Knaller. Hier gibt es jetzt erstmal die ganzen Caps zurück. Haben wir den schon? Ehrlich? Achso, warte mal, wer war das? Die waren auf alle Fälle auf der Seite. Ich sag nochmal, 5. Schwarz möchte bitte zum Hauptausgang kommen. Ich wiederhole, Noah Schwarz möchte bitte zum Hauptausgang kommen. Ist das schon eins drauf? Warte mal, ich sehe es gar nicht. Ach, hier. Hier vorne. Ist natürlich auch dunkelblau, ne? Kommst du morgen nochmal mit einem etwas helleren? Dann macht es besser. Da wird es gut gehen. Ach Gott. Ey, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Hast du das schon öfter so gehabt, dass hier jeder von dir das auf dem Cabby haben will? Ja, das ist... Okay, das ist ganz normal. Ihr Lieben, ich sag nochmal, 15 Uhr, ihr werdet einfach im Schlepptau mitkommen. Wer hat noch eine Frage? Hat das 400-km-Projekt mit Philipp Case noch eine Zukunft oder jetzt eher nicht mehr? Also, das ist natürlich erstmal auf Eis. Im Nachhinein natürlich bin ich auch auf eine Art und Weise irgendwie ganz happy. Ich hatte im Motorsport 3 Brandunfälle, 3-mal. Und was die meisten Menschen unterschätzen bei einem brennenden Auto, ist der Fall, dass du eine Geschwindigkeit fährst und das Auto brennt. Und man unterschätzt dann wirklich, wie lange es dann braucht, bis das Auto steht. Weil wenn du in einem Auto sitzt, was 200 fährt und brennt, und du sagst, ja, ich bremse dann halt, steig aus. Ja, aber diese 6 Sekunden, bis das Auto steht, bis du rauskommst, sind echt lang. Und bei 400 km/h dementsprechend Feuer, dementsprechend Brand, dementsprechend Belastung auf Materialien, wie Bremsleitung, wie alles Mögliche, sind ja Anfang vom Ende. Ne? Gibt es noch Fragen? Okay, ihr Lieben, dann komme ich jetzt mal zum nächsten hier.
Habt ihr außer dem Multipler mal irgendwas mit NOS getuned? Sogar mit der Muskat. Mit was bitte? Ob ihr außer dem Multipler mal was mit NOS getuned habt? Mit NOS? Nee, noch nicht. Kommt aber vielleicht. Aber wenn, dann lustig. Ich habe eine Frage. Kann ich zwei Autogramme bitte haben? Zwei Autogramme, na klar. Kein Problem. Kein Problem, machen wir. Kommt mal wieder ein Mercedes-Projekt. Ist echt krass. Also wir planen ja immer die Projekte. Und wir wissen einfach nicht was. Also 190er ist das Einzige, was uns momentan so einfällt. Was wir auch auf jeden Fall machen werden. Aber sonst ist, finde ich, Mercedes so, wie es ist, immer sehr perfekt. Und ein Video, ein Auto zu kaufen für Fahrwerk, Felgen, lohnt sich für mich nicht. Und Mercedes, weil Sound, alles ist halt echt brutal an den Dingern. Ne? Also momentan sehe ich keinen wirklichen Mercedes als Projekt. Und auch wenn man bei YouTube so guckt, es gibt außer alte 190er, gibt es ja auch keinen YouTuber, der wirklich ein geiles Projekt macht mit einem Mercedes, weil du an dem Biestern einfach nichts machen kannst. JP, ich habe eine Frage. Was war das schnellste Fahrzeug, was du gefahren bist? Das war der Kunden-GTR, den wir gebaut haben. Der war so um die 3,400-200. Ja. Da kann ich zwei Autogramme haben auf dem Handy. Zwei Autogramme? Hier auf in die Richtung? Handy. Ach, mit dem Handy? Na, dann komm mal kurz hoch. Und hier gibt es vielleicht die nächste Frage. Schalter oder Automatik? Was für ein Auto? Egal welches. Mit ordentlich Wumms. Ordentlich Wumms? Ja. Schwierige Frage, du. Also wenn es schnell sein soll, 100-200 oder egal wie, dann ist es besser mittlerweile als Automatik als ein Schalter, weil du kriegst mit dem Schalter die Geschwindigkeiten nicht hin. Aber vom Spaßfaktor ist ganz klar Schalter. So, jetzt werden hier sogar die Handys signiert. Ich hoffe, ihr wisst noch wer. Dann machen wir gleich mit dem noch weiter. Silber, mal gucken, ob das darauf geht. Das wird nichts werden, zu glatt. Hast du eine Hülle so noch drum? Da können wir noch was machen. Ja, coole Idee. So, Fragen noch? Hier, auf alle Fälle, okay. Könntest du dir vorstellen, den Supra MK5 auf Schalter umzubauen? Habe ich auf der Ziva Show gesehen, da war einer. Das ist auch zu glatt. Von wem ist das hier? Das geht nicht, weil das ist... Ich kann es probieren mit Silber, aber es ist sehr glatt halt. Habe ich da gesehen, das hat schon mal einer gemacht. Finde ich mega geil. Gucken. Wer weiß, ob es nur bei dem Super bleibt. So, nächste Frage, ihr Lieben. Was wäre dein Lieblings-Evo? Evo 7. Ist es für dich im Alltag manchmal kompliziert, so durch deinen Beliebtheitsgrad? Sehr, ja. Also ich habe auf jeden Fall eine extreme, ich habe vor kurzem ein Video gesehen von mir, da waren Handys noch echt schlecht, aber da konnte man Videos machen, wie ich als Typ so drauf war, bevor das losging mit Fernsehen. Und ich habe mich extrem verändert, das merke ich schon. Ich bin jetzt sehr scheu. Also wenn du mich siehst draußen, wirklich wie ein Zombie. Also ich bin komplett weg, versteck mich und sowas, also weil ich einfach... Sag ich ganz ehrlich, wenn ich so in meinem Ding bin, unterwegs bin, will ich einfach ich sein. Und dann will ich halt meine Ruhe so. So, nächste Frage. Dein Lieblings-Star-Wars-Charakter? Oh, wow! Wow. Das ist schwer. Wo bist du? Du? Wow. Ah. Da schwärmt er, guck mal. Optisch oder vom Typ? Beides. Optisch Boba Fett? Han Solo, glaube ich. Glaube, ja. So, nächste Frage. Wer hat noch eine Frage? Hier bin ich. Kannst du bitte auch in Erfurt ein Geschäft aufmachen? Ja, nach Erfurt ziehen. Ja, natürlich. Vielleicht später. Ich meine, es ist eine süße Stadt. Ich habe ja auch mal 10 Jahre gelebt. Es ist wirklich total toll. Ulm ist... Also ich bin jetzt das dritte oder vierte Jahr hier in Erfurt. Ja. Ich kenne mich mittlerweile echt sogar aus hier. Ne? Also ich kann mich hier ganz normal bewegen. Ich weiß, wo ich was finde.
alles gut. So, inzwischen kann man Handyladen aufmachen. Siehst du das hier? Das ist ja Wahnsinn. Frage. Kann ich noch 3 Autogrammkarten? Yep, 3 Autogrammkarten hierhin. Warte. Okay. Kommt noch mal ein Projekt wie mit dem Multipla und könnte ich 2 Autogrammkarten haben? Ja, kommt und ja. Okay. Nächste Frage. Kann ich nochmal ein Foto machen? Na dann komm, du bist in der ersten Reihe, geh einfach hin. Da sind wir jetzt mal ganz entspannt. So, hat jemand eine Frage? Hast du auf der 71 schon mal richtig durchgeladen? Nee, 71 nicht. Aber ich habe einen neuen Rekord. Ich habe einen neuen Rekord auf der 31. Wer kennt die 31 von euch? Schon ein paar. Frage noch? Kann ich mit dir ein Foto machen? Na guck mal, was die alle machen. Komm mal her. Also, pass auf. Ich bin von Dortmund, von der Firma, bis nach Norderney, also bis zur Fähre, bis oben zur Wasserkante. Ja, das sind 358 Kilometer in 1 Stunde 51 Minuten. Das war gut. Das ist fett. Hier gibt es eine Frage. Können Sie die Jacke von meinem Freund signieren, bitte? Eine Jacke. Und dann auch noch mit Sie ange... Und ach, das Schild auch noch? Was ist das denn alles? Ja, der ganze... Ach, das ist ja Wahnsinn. Ihr seid verrückt, echt. Also wir haben mittlerweile echt sehr viele Handys hier liegen. Wir müssen auf jeden Fall mal Handys abbauen hier, weil sonst wird es echt kritisch hier. So, jetzt haben wir hier was ganz Glitzerndes, eine Hülle. Von wem war die? Glitzerhülle? Eine durchsichtige? Warte mal, du hast wirklich recht, das werden wir erstmal abbauen hier. Sonst verlieren wir hier völlig den Überblick. Frage? Achso, das Handy in die Richtung? Ihr seid doch. Wenn wir einmal damit anfangen, guck mal, jetzt kommen die Taschen nach vorne hier. BVB-Fan? Ja. Ja, auch bitte. Wo möchtest du denn gerne die Jacke haben? Wo, also, ich meine, das. Wo bist du? Wo soll das rauf, das Inter. Das ist die Unterschrift. Vorne auf die Brust. Okay, wird gemacht. Na komm, dann schick mal nach vorne hier. Da kommt einer mit einer Bulli-Tasche. Oh, die ist schwer. Scheiße, was ist da drin? Mhm. Geil. Wenn JP geil sagt, ist mal nicht schlecht. Noch ein Foto machen. Hin damit dir. Ich hätte gern dann auch noch eine Autogrammkarte. Mal ob ich mit meinem Freund auch noch ein Selfie jeweils machen kann. So, jetzt sind wir dann doch bei den ganzen Fotos und bei all den Jacken. Jetzt müssen wir mal überlegen, Jean-Pierre, wie wir das jetzt hier...